Zumutbare Eigenbelastung, neues BFH-Urteil zur Berechnung. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Mein Name ist Stefan B. und heute auf dem Kanal Steuern und Wirtschaft erklärt, möchte ich euch das neue BFH-Urteil zur zumutbaren Eigenbelastung erklären. Ich werde euch erst erklären, wie das Ganze bisher berechnet wurde, beziehungsweise wir fangen an, was ist überhaupt die zumutbare Eigenbelastung, wie war die Berechnung bisher, wie ist die Berechnung neu. Dann erkläre ich euch, was ihr machen müsst, dann, wenn das Ganze noch nicht so im Steuerbescheid drinnen ist, beziehungsweise welche Möglichkeiten es allgemein gibt. Plus am Ende machen wir ein paar Beispiele noch durch, damit man diese Berechnung auch besser versteht. Aber fangen wir an. Was ist denn überhaupt die zumutbare Eigenbelastung? Bei den außergewöhnlichen Belastungen in unserem Einkommensteuerrecht haben wir Krankheitskosten, irgendwelche anderen Sachen, die summieren sich auf und hier muss der Steuerzahler eine zumutbare Eigenbelastung tragen. Das heißt quasi die Selbstbeteiligung an den Krankheits- und Gesundheitskosten, die man selber hat. Hierfür gibt es eine gestaffelte Berechnung. Diese war bei einem Einkommen bis 15.340 Euro und immer ausgehend vom Gesamtbetrag der Einkünfte bis 15.340 Euro. Hier musste man 5% als Lediger tragen, 4% als Verheirateter oder bei 1 bis 2 Kindern 2% und ab 3 Kindern 1%. Von 15.341 Euro bis 51.130 Euro als Lediger 6%, als Verheirateter 5%, mit 1 bis 2 Kindern 3% und ab 3 Kindern immer noch 1%. Und bei einem Einkommen von einem Gesamtbetrag der Einkommen, ab einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 51.130 Euro bei Ledigen 7%, bei Verheirateten 6%. Bei Kindern 1 bis 2, bei 1 bis 2 Kindern 4% und ab 3 Kindern 2%. Das war dann in der Berechnung wie folgt. Wenn man jetzt ein Einkommen von 100.000 Euro hatte, ist man natürlich drüber über 51.130 Euro und hätte somit eine zumutbare Eigenbelastung als Lediger von 7%, also von 7.000 Euro, wenn man verheiratet ist und dieses Einkommen hätte, von 6%, also von 6.000 Euro, egal ob man verheiratet ist oder ob man alleinstehend ist, bei 1 bis 2 Kindern 4%, also 4.000 Euro und hat man als Alleinstehender oder Verheirateter ein Einkommen von 100.000 Euro, also 2%. Und dementsprechend 2.000 Euro zumutbare Eigenbelastung. So war der Stand bisher. Jetzt stellt ihr euch natürlich die Frage, was hat sich denn jetzt daran geändert? Und zwar, wie gerade eben gesagt, wurde ja bisher alles geguckt, Gesamteinkommen, Prozentsatz, fertig. Das neue Urteil, was wir jetzt haben, sagt aber, wir müssen eine Stufenberechnung machen. Das heißt, für das Einkommen 0 bis 15.340 Euro müssen wir den Prozentsatz uns holen und dann rechnen, wie hoch ist die zumutbare Eigenbelastung. Dann für das Einkommen zwischen 15.341 Euro und 51.130 Euro ein neuer Prozentsatz und dann den Bereich. Und dann für das Einkommen über 51.130 Euro dann der neue Prozentsatz und dementsprechend auch die Berechnung. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, wir haben ein neues Urteil. Wendet die Finanzverwaltung dieses steuerzahlerfreundliche Urteil denn 1:1 so an? Und hier ist die Antwort aktuell noch nicht. Und da dieses Urteil noch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht wurde, wendet die Finanzverwaltung dieses Urteil so noch nicht an. Das heißt, die Verwaltung muss es erstmal veröffentlichen und danach muss es auch von den Beamten eine Anweisung geben, dass sie dieses Urteil anzuwenden haben in jedem Fall. Und dann natürlich der allgemeine Rattenschwanz, die Programme müssen umgestellt werden, die Berechnung muss neu implementiert werden und das Ganze kann dauern. Wie kann man jetzt vorgehen, wenn man ein Fall wäre, obwohl man profitieren würde von einer neuen Berechnung oder von dieser neuen Berechnung? Ganz einfach, hier haben wir das Mittel des Einspruches. Man kann Einspruch einlegen, zum Thema Einspruch habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Einspruch einlegen und sich auf dieses Urteil mit dem Aktenzeichen, das ich euch vorhin am Anfang des Videos genannt habe, nennen und darauf verweisen. Und dann einfach mal warten, was denn so passiert. Ich kann mir möglicherweise auch vorstellen, dass das Bundesfinanzministerium hier einen Nicht-Anwendungserlass rausgibt. Das heißt, dann wird gesagt, okay, es gibt dieses Urteil, aber wir wenden das nicht flächendeckend an. Die Verwaltung hat die Möglichkeit, so einen Erlass rauszugeben. Ist aber nur meine reine subjektive Spekulation. Was tatsächlich passiert, werden wir dann sehen,
nachdem das Ganze im Bundessteuerblatt veröffentlicht ist. Aber so viel zum Allgemeinen, so viel zum rein rechtlichen. Ihr wollt ja Zahlen sehen, deswegen machen wir jetzt ein paar Rechenbeispiele, damit das Ganze und vor allem der Unterschied besser vor Augen geführt wird. So, und dem einen oder anderen wird jetzt schon was Witziges auffallen. Wir haben in unserem Beispielfall, in unserem rein abstrakten Fall, einfach mal einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 100.000 Euro festgesetzt. Diesen wenden wir auf alle vier Varianten an, also einmal beim Alleinstehenden, bei einem Verheirateten, bei ein bis zwei Kinder und bei mehr als zwei Kinder, also drei Kinder und mehr. Bisher waren das beim Alleinstehenden, wie vorhin schon gesagt, 700.000, 7.000, 6.000, 4.000 und 2.000 Euro. Ganz einfach 100.000 Euro plus mal die Prozentsätze. Jetzt müssen wir das stufenweise rechnen. Das heißt, zuallererst mal 15.000, also die ersten 0 bis 15.340 Euro mit dem Prozentsatz bei einem ledigen, das sind 5%. Dann die Spanne von 15.341 Euro bis 51.130 Euro. Das sind 35.790 Euro, die hier übrig sind. Darauf werden 6% angewendet. Und dann die letzten 51.350 Euro und alles, was drüber steigt, das wären in diesem Fall noch offene 48.870 Euro. Das immer mit den Prozentsätzen zur Stufe gehörend. Das wären dann bei der ersten Stufe 767 Euro, bei der zweiten Stufe 2147,40 Euro und bei der letzten Stufe 3420,90 Euro. Was in Summe 6335,30 Euro ergibt und somit haben wir hier eine Differenz von 664,70 Euro. Unterschied bei der Bemessungsgrundlage, nicht steuerliche Auswirkungen. Würden wir jetzt sagen, dieser gute Mann, der ist ja alleinstehend, oder diese gute Frau, oder diese gute Person, hätte einen Durchschnittssteuersatz von, sagen wir mal, 30%, dann hätten wir die 664 Euro mal 0,3 und somit hätten wir eine steuerliche Auswirkung von 199,41 Euro, also fast 200 Euro steuerliche Auswirkung durch diese Änderung bei einem sehr hohen Einkommen. Und dementsprechend wird es auch bei einem niedrigeren Einkommen und bei niedrigeren Steuersätzen genauso ausfallen. Wem jetzt schon auffällt, ist, wenn man diese Berechnung bei Verheirateten macht, bei ein bis zwei Kindern, ist die Differenz immer dieselbe wie zum Alleinstehenden. Warum das Ganze? Und zwar wegen dieser Stufenberechnung haben wir dieselben Prozentsteps. Heißt 5, 6, 7, 4, 5, 6, 2, 3, 4. Also es ist immer 1% je Stufe mehr bzw. weniger. Außer bei ab drei Kindern, da haben wir 1, 1, 2 und daher ist die, weil wir hier weniger Prozente haben, ist dementsprechend auch die Gesamtauswirkung weniger, da vorher schon eine niedrigere Belastung vorgeherrscht hat und dementsprechend ist die Differenz halt auch kleiner. Jetzt schauen wir uns das Ganze nicht bei 100.000 Euro an, sondern wir schauen uns das Ganze mal bei, sagen wir, 20.000 Euro an, wo wir dann nur zwei Steps haben, heißt 0 bis 15.340 Euro und 15.341 Euro bis die 20.000 Euro. Kleiner Schnitt. So, machen wir das Ganze auch nochmal bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte von 20.000 Euro. Hier sehen unsere zwei Stufen wie folgt aus. 15.340 Euro einmal mit 5, 4, 2 und 1% und die übrigen 4.660 Euro einmal mit 6, 5, 3 und 1%. Dadurch kommen wir bei den bisherigen Werten auf 1.200, 1.600 und 200 Euro. Bei der Neuberechnung beim Alleinstehenden die 20.000, also den ersten Step, 15.340 Euro mit 5% plus die übrigen 4.660 Euro mit 6% kommen wir so auf Summe 1.046,60 Euro und somit auf eine Differenz von 153,40 Euro und dieselben Steps wieder mit demselben Prozenteffekt, weil es immer ein Prozent Unterschied ist, kommen wir dahin. Nur bei Menschen mit zwei und mehr Kindern haben wir diesen Effekt nicht, da vorher haben sie ja die Gesamtsumme 20.000 Euro
Euro mal 1%, also 200 Euro berechnet. Jetzt rechnen wir 15.340 Euro mal 1% und die übrigen 4.660 Euro auch mit 1%. Und somit haben wir im Endeffekt komplett dieselbe Summe wie vorher. Hier ändert sich absolut gar nichts. So, ich hoffe, ihr habt jetzt grob verstanden, wie man die zumutbare Eigenbelastung bisher berechnet, wie man sie neu berechnet nach dem Urteil, das ich euch ganz am Anfang genannt habe. Und wir hoffen jetzt einfach mal alle, dass die Finanzverwaltung dieses neue Urteil ganz rasch in die Tat umsetzt und dass man nicht immer alles nachberechnen muss, ob das Ganze so passt oder auch nicht. In diesem Sinne, wenn es euch geholfen hat, guckt auch auf deinen Kanal, ob ich auch noch andere gute Videos für euch produziert habe. Teilt es mit euren Bekannten, mit euren Freunden oder Menschen, die es betrifft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, ihr Stefan B.